Hausbesitzer nicht gefällt. Die alljährliche Sommerparty seiner Mieter im gemeinschaftlich genutzten Garten war dem Vermieter ein Dorn im Auge. Damit die Mieter seine Pein auch spüren könnten, pflanzte er Kartoffelrosen und gemeine Hundsrosen an. Direkt am Waldrand die fast perfekte Idylle. Ein Wohnblock in der beschaulichen Buckhorn-Siedlung in Hamburg-Volksdorf. Die Nachbarn kommen prima miteinander klar, doch seit kurzem hängt der kollektive Haussegen schief, denn seit ein paar Tagen ist der Garten weg. Mit den Mietern läuft ja alles ganz toll, das ist eine super Gemeinschaft, nur wir haben immer wieder Probleme mit unserem Vermieter. Das sind immer so Kleinigkeiten und das Schlimmste, was er jetzt gemacht hat, dass er uns den Garten weggenommen hat. Wir wurden einfach um 7 Uhr vor vollendete Tatsachen gestellt. Die einzige Information, die kam, war, dass das Gebäude da drüben im Bild renoviert werden sollte, aber die Gärtner sich dann wohl im Garten irrten und ihn komplett umgegraben haben mit mehreren Baumaschinen, schweren Baumaschinen. Und das ist noch nicht alles. Statt einer großen Rasenfläche gedeihen hier jetzt Rosa rugosa und Rosa canina, zu Deutsch Kartoffelrose und gemeine Hundsrose. Stachel- und Dornengestrüpp der übelsten Sorte. Für Gartenbauprofis ein klarer Fall. Hier soll jemand schikaniert werden. Diese Rasenfläche hat sich in einem Zustand befunden, der von uns nicht mehr hingenommen werden konnte. Es hat dort Sperrmüll gelagert, sind dort Motorräder abgestellt worden. Wir haben dort ungesicherte Feuerstellen gehabt und ähnliches mehr, sodass unserer Ansicht nach auch teilweise akute Brandgefahr in Anbetracht des direkt daneben liegenden Waldes bestanden hat. Und da mussten wir einfach handeln und wir haben gehandelt. Und das kostet Geld. 50.000 Mark ließ sich die Walddörfer Wohnungsbaugenossenschaft ihre botanische Fürsorge kosten. Statt Wiese und Erholung gibt es hier jetzt ein Sperrgebiet mit Kaktusambiente. Was brauche ich? Rote Rosen. Was brauche ich? Roten Mond. Polalari, polalaro, polalaro. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hole ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Wir haben hier in diesem Gartengelände, das waren ungefähr 500 Quadratmeter, mit Büschen drum, haben wir also täglich im Sommer Kaffee getrunken, gefrühstückt. Die Kinder haben hier gespielt, hier gab es eine Sandkiste. Und mehrere Spielzeuge für die Kinder. Zusätzlich haben wir eigentlich einmal im Jahr ein riesengroßes Sommerfest gemacht. Und dieses Fest hat einen recht großen Zuspruch gehabt. Das sehe ich anders, das sehen auch viele andere anders. Diese Festivitäten dort haben ein Ausmaß angenommen, was Sachbeschädigung, Lärmbelästigung etc. betrifft, das von uns nicht mehr hingenommen werden kann. Die Mieter nehmen es auch nicht hin. Sie haben eine Anwältin eingeschaltet. Die Stachel- und Zauntherapie der Genossenschaft ist ihnen unverständlich. In ihrer Bewegungsfreiheit fühlen sie sich eingeengt. Ich lebe hier 26 Jahre und es hat sich jetzt alles total verändert, was mir gar nicht gefällt. Der schöne grüne Rasen ist weg, man kann kein Sonnenbad mehr nehmen, nichts, alles kalt und tot. Ich bin sehr dagegen, also sehr. Es macht mich sehr traurig, dass sie das so gemacht haben. Mittlerweile zeigt sich die Genossenschaft kompromissbereit, allerdings zu ihren Bedingungen. Ein Teilbereich des Gartens könne eventuell von der Wohngemeinschaft als Sitzplatz oder Liegefläche genutzt werden. Voraussetzung, die Mieter müssen damit pfleglicher umgehen als bisher. Ihren Plausch müssen die Mieter vorerst auf dem Gang halten, die stachelige Dornenlandschaft stets vor Augen.